Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir Ja, sind jetzt hallo. ganz, ganz woanders, wie man sieht, als das letzte Mal, wo das Video aufgehört hat. Und wir haben auch super viel erlebt. Wir waren unter anderem jetzt wieder in Tiflis, eine ganze Zeit lang sogar in Tiflis. Genau, nachdem wir ja Armenien wieder verlassen hatten, Ja. sind wir erstmal wieder nach Tiflis gefahren, was gar nicht geplant war. Ja. Aber wir hatten noch ein paar Sachen zu erledigen und wir sind auch super happy, dass wir da waren. Ja. Denn wir haben echt richtig tolle Menschen kennengelernt. Genau, wir haben super viele tolle Menschen kennengelernt. Auf dem Platz, wo wir da standen, überhalb der Kirche, wo wir ja schon mal waren. Haben auch das ein oder andere Bier zusammen getrunken und hatten halt einfach eine super, super schöne Zeit zusammen. Wir wollen ja nicht blind werden. Der ist für dich. Der ist nur für dich. Ach so, will noch einer was? Schaut, ja, alle. Ja, gerade alle, ich mag. Ja, das ist gut. Das ist auch was haben wir nicht. Und dann habt ihr ja. Jetzt haben wir das. Das ist gut. Das war das schon, oder? Ja, das sind die Ehrenklingkrüge. Buenas noches! Buenas noches, caballeros! Yippee rippa! Somos los Romeros! Somos los guitarristas! Que somos los machistas! Pass gut rein. Ich mache mal direkt die. Ich mache am besten direkt. Schön war's. Ja, ja, ebenso. Tschüss. Hat gut. Bis bald, ne? Tschüss. Tschüss. Und einiges haben wir erlebt, was auch gar nicht geplant war, wie unter anderem, wir haben uns tätowieren lassen. Das stimmt. In Tiflis, es war super spontan, wir sind einfach nur im Geschäft vorbeigekommen. Wir stehen jetzt hier mit einer kleinen Familie übrigens zusammen, die wir das letzte Mal im November letzten Jahres in Griechenland getroffen haben. Ja. Auch schon super lange her, also ja, irgendwie im Kopf ist das für uns 2 Jahre her. Damals hatten wir gerade erst so den Plan gefasst, auf die arabische Halbinsel zu fahren. Mhm. Und ja. Jetzt stehen wir hier zusammen in Georgien bei strahlendem Sonnenschein. Gestern war es übrigens nicht ganz so schön, als wirklich doll geregnet. Aber dafür war es abgekühlt, ja, und das hat uns auch mal richtig gut getan, denn in Tiflis war brütende Hitze. Ja. Und ja, jetzt stehen wir hier. Es ist so eine Art Wanderparkplatz mit Picknickbänken und allem. Hier sind auch oft viele georgische Familien zum Grillen, genau, und Feiern. Also echt ein schöner Platz, ein richtig schöner Platz. Und vielleicht gehen wir auch noch wandern. Ja, wir werden mal schauen, wie der Tag heute verläuft. Ich muss leider noch ein kleines bisschen arbeiten. Genau. Und Tobi wird beobachten, was hier so abgeht, ne? Ja, ich mache auch noch die eine oder andere Sache. Ja. So, die Arbeit ist endlich erledigt. Jetzt gehe ich wieder mit raus. Wir hatten ja vorhin schon Besuch bekommen von 2 super netten Georgiern. Die anderen beiden, mit denen wir hier zusammenstehen, die kannten die schon seit letzter Woche. Die kommen immer mal her zum Chillen und die haben uns jetzt super nett Wein und ganz, ganz super leckere georgische Speisen mitgebracht, weil der eine nämlich Koch ist. Also wir sind voll gefressen. Es war mega lecker und jetzt trinken wir noch ein schönes selbstgebranntes Weinchen und genießen einfach den Abend. Ist mal wieder richtig schön hier. Es ist auch kühl. Es ist auch richtig viel los, by the way. Ja, wir sind einfach mittendrin. Wieso?
Guten Morgen. Hey, wir hatten gestern Abend noch echt richtig viel Spaß. Es war total witzig. Es kam dann am Abend noch ein anderes Pärchen. Da hinten stehen die jetzt. Die hatten wir auch in Griechenland kennengelernt. Und die haben die gleiche Runde über die arabische Halbinsel gedreht wie wir. Und wir waren auch immer noch in Kontakt so ein bisschen. Und dann haben die gestern gesagt, hey, wir kommen auch noch vorbei. Und ja, da haben wir natürlich viel zu erzählen gehabt und saßen auch dementsprechend lang. Die anderen fahren jetzt kurz in die nächste Stadt, weil das Gas leer gegangen ist, und machen noch ein paar Besorgungen. Und dann kommen alle wieder zurück und ich denke, wir werden hier noch einen richtig schönen, ruhigen, sonnigen Tag verbringen. Mal schauen, wann die ersten Georgier wieder kommen. Aber es ist auf jeden Fall ein toller, ruhiger Platz, wo man wirklich auch wieder eine ganz lange Zeit verbringen könnte. Bin mir noch nicht sicher, wie lange wir bleiben, aber heute auf jeden Fall. Wir haben ja übrigens neben unseren Autos auch so einen kleinen, wirklich glasklaren Bach. Und da war ich heute Morgen auch schon zum Baden drin. Es hat richtig gut getan. Es war eiskalt, aber dafür ist man dann natürlich auch richtig wach. Tobi wäscht jetzt gerade ein bisschen ab. Eigentlich hatten wir uns den Tag heute ganz anders vorgestellt. Aber ja, wir mussten das YouTube-Video leider noch hochladen und waren ein bisschen spät dran. Und an dem Spot, wo wir jetzt standen, da ist halt leider so gar kein Empfang, weil wir ja mitten in den Bergen und in irgendeinem Nationalpark stehen. Und deswegen mussten wir jetzt nochmal losfahren und die anderen sitzen lassen. Aber dafür konnte ich noch ein bisschen frisches Obst und Gemüse kaufen. Also auch nicht so wild. Und jetzt fahren wir wieder zurück und dann lassen wir den Abend noch ruhig ausklingen mit den anderen, würde ich sagen.
So, guten Morgen. Wir haben jetzt hier mittlerweile die dritte Nacht hinter uns, obwohl wir ja gar nicht geplant hatten, so lange hier zu bleiben. Aber ja, wie das halt immer so ist, wir sind in guter Gesellschaft. Heute Morgen kam übrigens jetzt schon der vierte Camper hier Marin. An. Der liebe Gustl aus Bayern. Genau, aus dem wunderschönen Bayernland. Und ja, wir haben jetzt schon ein bisschen zusammen geknetscht. Ja, und das ist ein super lieber Junge. Und der, wie es immer ist bei den Bayern, geht er halt gerne wandern. Ja. Und ja, wer mich kennt, der weiß, ich gehe jetzt nicht unbedingt so gerne wandern, aber er hat mich überzeugt und wir laufen jetzt hier mal eine schöne kleine Runde. Ne? Für seinen neuen Freund geht Tobi natürlich gerne mit wandern und die restliche Truppe kommt auch mit, denn wir haben uns auch in letzter Zeit gar nicht viel bewegt und wir brauchen jetzt einfach mal wieder ein bisschen Auslauf und mal was anderes sehen. Und die Natur hier ist ja wirklich wunderschön. Hatte ich eigentlich gesagt, dass das ein Nationalpark ist? Archie, gehst du auch mit wandern? Hm? Du hast deine Schuhe vergessen. Ja, Barfuß. Er hat doch Schuhe an. Wir stehen hier gerade in so einem Dauercamp, würde ich es mal nennen. Hier campen einige Israelis, die so ein bisschen mit sich und der Natur in Kontakt kommen wollen. Und ich habe gerade gehört, die bleiben hier noch bis Mitte August. Also ist echt cool. Irgendwie sieht es ein bisschen aus wie bei Indianern oder so. Hut ab, würde ich sagen. Wir sind von unserer großen Wanderung wieder zurück und es ist jetzt tatsächlich schon wieder heißer geworden als gedacht. Ich musste mich direkt wieder luftiger anziehen, aber es hat schon Spaß gemacht, oder? Ja, es war so auch genau mein Geschmack. Sie war schön, aber halt auch kurz. Ja, und so in der Gruppe sind wir, glaube ich, noch nie gewandert, oder? Mit so vielen Leuten, war schon irgendwie witzig. Ja, vor allem jeder macht halt irgendwelche Faxen und ich glaube, so dauert die Wanderung einfach direkt dreimal so lang. Ja, mindestens. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Stärkung. Die klassische Brotzeit. Ja. Nur nicht unterwegs, jetzt hier einfach direkt bei uns vorm Ben. Ja, und dann gucken wir mal, was der Tag heute noch so bringt. So wie jeden Tag. Wir haben heute, nee, nicht heute, aber morgen übrigens nochmal ein Geburtstagskind. Und da werde ich dann auf jeden Fall noch einen Kuchen backen. Machst du das? Yes. Okay, da habe ich auch was davon. Ich war jetzt eben noch mal im Fluss baden, weil Kuchen backen im Camper, wenn so schon 35 Grad draußen sind, ist gar nicht mal so angenehm. Da war es auf jeden Fall richtig heiß dann. Und wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Feuerholz gesammelt, weil wir hier hinten an der Feuerstelle nachher Feuer machen wollen. Und Tobi und Markus sind nämlich auch gerade unterwegs. Die sind mit den E-Bikes losgefahren und suchen jetzt einen Fleischer. Wir möchten heute gerne Barbecue machen und einfach noch ein bisschen zusammensitzen. Der Markus hat ja, wie gesagt, morgen Geburtstag und da feiern wir ein bisschen rein und haben einfach noch mal eine gute Zeit, weil ich denke, morgen ist es dann auch langsam an der Zeit, mal wieder aufzubrechen. Kachapuri? Leipziger allerlei, würde ich ja sagen. Wir haben auch Würste. Würstchen. Stimmt. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so anstrengend hier wird, Fleisch zu organisieren, aber es gab es halt nirgendwo. Ich glaube, wir sind jetzt bestimmt locker 10, 15 Kilometer gefahren mit dem Fahrrad und sind am Ende im Restaurant gelandet.
Da gab es aber auch nicht wirklich was. Da haben wir jetzt uns zwei Kachaburi geholt, genau. So ein paar gefüllte Brote und diese Käsepizzen, die es halt hier überall gibt. Ja, auf jeden Fall sind jetzt wirklich Knülle. Und lass uns das Bier schmecken. Vor allen Dingen, wir haben Bier bekommen, frisch gezapftes Bier. Das gibt es ja hier überall, also in jedem kleinen Laden. Das ist eine super Geschichte, da freuen wir uns. Bautzen. Yay. Ja, das hat er nämlich jetzt uns die letzten Tage übrigens verheimlicht, der liebe Markus, dass er hier so einen Topf voll Bautzen Senf hat. Ne? Das ist ja nun mal eine Geschichte, die kommt einfach von uns und die mögen wir alle. Deswegen freue ich mich jetzt insbesondere über diesen Senf, weil das hatten wir jetzt die letzten 6, 7, 8 Monate nicht mehr. Das gelbe Gold auch genannt. Keine Werbung. Aber sieht's auch gut aus, ja? Mega. Boah, ey, wir haben uns richtig Mühe gegeben, oder? Ey, wirklich, was haben wir da wieder geleistet? Ehrlich, ja. Liegt am Bad. Ah, ja, ja. Das hier, ja, ja. Vor allen Dingen, das liegt der Semmel. Ich hab schon Lücke genommen. Wir Danke, danke, danke. Das ist ja nett. Ja, danke, danke. Dankeschön, dankeschön. Ja, ja, voll geil. Ich hab gesagt, Schoko hatte sie an. Hallo. Guten Morgen. Ja, also wir sind offensichtlich immer noch an dem Platz. Genau, wir haben uns jetzt einfach mal gedacht gehabt, wir setzen uns jetzt mal hier in so einer schönen schattigen Ecke hinein und erzählen einfach mal frei Schnauze, warum wir eigentlich so lange jetzt hier stehen und ja, weshalb, also was uns eigentlich dazu führt, leidet, wie ja. Er auch immer mal das sagen möchte. Ich hatte ja schon, glaube ich, die letzten 2 Tage immer gesagt, dass wir den Platz bald verlassen. Aber wir haben halt einfach gemerkt, wie gut uns das tut, hier zu sein. Wir saßen heute Morgen wieder alle zusammen zum Frühstück, haben schön Geburtstagsfrühstück gemacht. Ja. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber es ist einfach so ein gutes Gefühl. Ich glaube, es hat schon was damit zu tun, dass wir halt größtenteils ja untereinander sind und immer nur zu zweit. Und wenn man jetzt gerade auch so eine größere Gruppe um sich hat, dann fühlt sich das auch ein ganz kleines bisschen wie Familie an, oder? Ja, genau. Vermutlich hat es auch einfach damit zu tun, würde ich es mal so behaupten, dass wir jetzt so lange Zeit unterwegs waren, also auch relativ schnell unterwegs waren. Wir waren ja nie wirklich lange irgendwo. Halt auf der arabischen Halbinsel sind wir immer zügig vorangekommen oder wollten zügig vorankommen, weil es halt immer heiden Strecken waren, also manchmal 1000 Kilometer am Stück. Und seitdem wir jetzt hier wieder in Georgien oder Türkei sind, haben wir halt gemerkt, dass es auch irgendwie immer schön ist, einfach, ja, toll ist, wenn man mit anderen Menschen wieder zusammenkommt und gute Gespräche führen kann. Und das macht uns einfach gerade tierisch Freude, also wirklich Spaß. Und man tauscht sich halt einfach aus mit den Reisenden und jeder erzählt so ein bisschen seine Geschichte, weil jeder hat ja seine Geschichte. Also ich meine, die meisten kommen ja jetzt nicht aus Georgien und so erzählt jeder seins und das führt irgendwie alles zusammen. Und weil wir ja auch ein Thema haben mit dem Reisen, ja, es ist einfach immer schön. Und das haben wir jetzt auch gemerkt seit Tiflis. Da standen wir das erste Mal ja mit ein paar Leuten zusammen und haben da schon so ein paar Abende verbracht. Das führen wir jetzt hier irgendwie auch fort. Und ich hatte ja auch schon mal in der Vergangenheit gesagt gehabt, dass wir, zumindest auf Instagram habe ich das gesagt, dass wir versuchen werden, etwas langsamer zu reisen. Ja, weil, wie gesagt, wir tun das ja in erster Linie für uns selbst. Und wir müssen aber auch ganz klar zugeben und uns auch selbst eingestehen, dass uns vor allem YouTube auch ziemlich unter Druck setzt. Also viele von euch hatten auch schon mal gefragt, hey, wenn es euch so gut gefällt in den Bergen zum Beispiel, warum bleibt ihr denn nicht einfach 2 Wochen da? Genau. Weil wir es schlicht und ergreifend eigentlich nicht können, denn wir bringen jede Woche ein YouTube-Video und keiner von euch, wenn man mal ehrlich ist, will sehen, wie wir jeden Tag am selben Platz, am selben Tisch sitzen, dasselbe tun. Genau, und zum dritten Mal essen am Tag. Richtig. Das, also wie gesagt, das setzt uns schon teilweise ziemlich unter Druck, einfach auch was zu leisten, etwas zu zeigen und in irgendeiner Art und Weise das Video auch interessant zu gestalten. Und das schränkt uns manchmal schon in dem ein, was wir gerne tun würden und tun dann tatsächlich doch etwas, wofür wir uns ein bisschen überwinden müssen. Ne? Ja, ist einfach unsere Alltagshandlungen, die werden halt so ein bisschen eingeschränkt, aber ganz klar möchten wir auch hiermit sagen, halt, dass wir das unglaublich gerne machen. Also wir machen wirklich YouTube, wir machen die Videos für uns, für euch, wirklich gerne. Wir haben da immer noch tierisch Spaß dran, sonst sollten wir das nicht einmal die Woche ja tun.
Natürlich. Und sind da auch mega dankbar dafür. Auch sind auch mega dankbar dafür, einfach, dass, ja, dass ihr uns zuschaut und dass ihr überhaupt Spaß dran habt und Freude dran habt an dem, was wir tun, und dass wir euch da alle so ein bisschen ein Stück weit mitnehmen können. Ja, genau das ist der Punkt. Es freut uns ja auch, wenn das Video gut ankommt und wenn ihr euch da was mitnehmen könnt. Und das könnt ihr anscheinend oder wahrscheinlich nicht, wenn wir 2 Wochen an einem Platz stehen. Ne? Ja. Also wir müssen da schon immer so einen kleinen Kompromiss schließen. Denn wie Tobi schon sagt, wir sind super privilegiert, dass wir das hier machen können. Ja, die Reise finanziert sich ja nun jetzt schon seit einigen Monaten durch YouTube. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und dafür sind wir unfassbar dankbar. Ja. Denn sonst wären wir schon längst wieder zu Hause. Also da wollen wir auch einfach ein Stück weit ehrlich zu euch sein, dass einfach YouTube ist ein Riesending, ein Riesenfaktor einfach, dass wir noch hier unterwegs sein dürfen können. Ja. Und dafür sind wir einfach dankbar und wir wissen es auch sehr zu schätzen. Trotzdem, dass wir jetzt mit so einer alten Karre unterwegs sind. Wir machen das einfach auch wahnsinnig gerne und entdecken nach wie vor gerne die Welt. Und wir wollen auch damit nicht aufhören. Also ihr braucht keine Angst zu haben. Es werden weitere Videos folgen. Wir haben immer noch ein bisschen was im Plan oder im Petto, wo die nächsten Reisen wohl hinführen werden. Die Welt ist noch sehr groß. Deswegen möchten wir uns ja erstmal, oder wir hoffen einfach, dass ihr ein Stück weit Verständnis dafür habt, dass vielleicht genau dieses Video jetzt hier nicht ganz so lang wird. Ja. Oder einfach mal, ja, dass wir uns hier hinsetzen und ganz ehrlich mit euch ein Gespräch führen. Ja, das gehört halt auch mal dazu. Genauso wie wir es halt genießen, mit anderen Leuten mal wieder wirklich auch ein tiefsinniges Gespräch zu führen. Genauso wie auch blödsinnige Gespräche, gell? Das hatten wir auch. Und da das waren gehört einige auch voll dabei. Da waren einige dabei, voll dazu. Sagen. aber ja, YouTube hat unser Leben verändert. Also anders kann ich es nicht sagen. Mhm. Und ich glaube, es ist auch cool als Zuschauer, das irgendwie zu wissen, weil ihr seht die fertig produzierten Videos, aber was dahinter steckt, so, das hinterfragt man vielleicht auch manchmal gar nicht so tiefgründig zumindest. Ja, ganz klar. Ich meine, selbstverständlich zeigen wir überwiegend auch die schönen Dinge und nicht die Dinge, die uns einfach misslingen im Alltag oder die halt mal nicht funktionieren. Und ihr kriegt natürlich irgendwo das Ende, ja, das Endprodukt, wo vieles toll wirkt, aber vielleicht auch im Hintergrund nicht immer alles so toll war. Richtig, ja. Aber trotz alledem, wir machen es gerne. Das Gute überwiegt für uns natürlich noch ganz stark. Und deswegen, um das jetzt zum Abschluss zu bringen, wir sind super happy, aber wir nehmen uns jetzt auch einfach mal ein kleines bisschen Zeit für uns und wir nehmen es uns einfach raus, jetzt mal hier ein bisschen langsamer zu machen und auf uns zu hören in erster Linie und nicht auf unseren YouTube-Hintergrund. Algorithmus, wollte ich jetzt sagen, wo wir so beim Thema sind. Das reicht. Wir haben jetzt genug geplappert, ist gut jetzt und hoffentlich zu sehr gelangweilt. Und jetzt weiter im Video. Wir wollten jetzt nochmal die Fahrräder bereit machen für die nächste Dorftour zum Ladengeschäft. Und da haben wir festgestellt, dass von Markus das Fahrrad wohl hinten Platten hat. Oh, müssen wir jetzt mal das Rad ausbauen, mal checken, was da Sache ist. Hier kommt Luft raus. Ja, heizt es aber nicht so. Ich hab da nicht so eine Hightech-Ausrüstung wie hier. So, Jasmin und Christine bereiten später fleißig hinten das Essen zu für heute Abend. Es gibt nämlich endlich Schaschlik, da freuen wir uns ja richtig drauf, also wirklich alle. Weil wir hatten es ja gestern Abend schon probiert, aber es hat leider nicht geklappt. Und das Ganze haben wir 2 Schweizern zu verdanken, die heute mit ihrem großen Truck gekommen sind. Die jetzt hier auch stehen übrigens, also mittlerweile ist es echt zum kleiner Campingplatz geworden. Der steht hier einmal hinter mir. Ja, aber es ist richtig schön, es macht auch Spaß und ja, es gibt wieder neue Geschichten zu erzählen. Mal sehen, was der Abend bringt. Wahrscheinlich wird er wieder feucht fröhlich werden, so wie die letzten beiden Abende auch schon zuvor.
Aber ja, da freuen wir uns einfach drauf. Vor allen Dingen halt auf das Fleisch, muss man ganz ehrlich sagen. Vor allem sieht es richtig gut aus, das haben die beiden nämlich mitgebracht. Und dann gucken wir mal, wie uns das gelingt. Wir hatten nämlich keine Fleischspieße, also keine Schachsteckspieße. Wir mussten uns da ein bisschen was zusammenbasteln. Aber es hat ganz gut funktioniert und wird sich jetzt im besten Fall auch auf dem Feuer bewähren. Auf die 38, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Ey, du hast doch dreimal gestern das Kuchen. Ja, klar. Wir sind gestern reingefeilt und jetzt wieder reingefeilt. Wie geht das? Ja, heute ist Tag, keine Ahnung, wirklich. Ich habe voll aus den Augen verloren, wie lange wir hier sind. Ja, es wird schon bestimmt fast eine Woche werden mittlerweile. Also 3, 4, 5 Tage sind es bestimmt mittlerweile. Es macht halt auch Spaß. Ja, wir sind so richtig im Zeltlager-Feeling quasi angekommen. Eben gerade sind wir zum Einkaufen gelaufen. Und die netten Besitzer von diesem wirklich winzig kleinen Dorfladen, ja. Wir mussten auch erstmal klingeln, dass uns da jemand dann bedient, aber die waren super happy und kannten Tobi und Markus ja auch schon. Ja, die haben uns dann sogar noch hierher gefahren, weil wir wirklich viel eingekauft haben. Ja. Ich hab's Bier festgehalten. Eigentlich wollten wir heute wirklich abreisen, aber wir warten jetzt noch auf ein Pärchen. Das haben wir auf unserer allerersten Reise kennengelernt. Wir hatten ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir vor dem Wohnmobil einen T4 hatten, einen selbst ausgebauten. Und da haben wir die beiden in Rumänien getroffen, ne, in Transsilvanien. Das war wirklich auf unserer ersten großen Reise und unserem ersten selbst ausgebauten Camper. Ja, das ist irgendwie, wenn man überlegt, dass für uns so viele Jahre schon wieder her. Das ist echt ewig. Das war, glaube ich, 2018 und jetzt sind wir da hier und wir haben einfach jetzt ein ganz anderes Gefühl, ein ganz anderes Feeling, was dahinter steht. Ja, da freuen wir uns, wenn die nachher noch kommen und machen nochmal ein schönes Barbecue und dann, glaube ich, löst sich dieses Camplager hier langsam auch auf dann morgen. Ne? Wahrscheinlich. So, wir 1, 2, 3. So wie du loskommst, du schwerer als ich. Warte mal. Jetzt hast du ihn abgestellt. Wie denn? Hast du einen Knopf? Ah. Gerade jetzt, wo es hier weitergeht. Hallo. Okay, fertig? Sag jetzt! Alles komm! Alles komm! Okay. Ey, komm jetzt! Ich komm jetzt. Okay, du kommst, ich komm zu dir! Okay? Warte! Fertig? Jetzt komm ich! Herrlich! Das war ganz schlecht! Das war wunderschön! Bis bald sehen wir uns ja nochmal. Genau, ihr fahrt in welche Richtung? Nochmal die Richtung. So, es ist fast nicht zu glauben, aber wir haben jetzt tatsächlich zusammengepackt und uns entschieden, den Ort zu verlassen. Es regnet auch, es gewittert und es ist einfach irgendwann Zeit zu gehen. Und es fühlt sich jetzt danach an, nach dem richtigen Zeitpunkt.
Wir sind gut erholt. Wir hatten richtig, richtig viel Spaß, eine wunderschöne Zeit mit den ganzen Leuten hier. Und dafür bin ich ja, oder sind wir auch sehr, sehr dankbar. Und ja, für uns geht's jetzt, ich mag es gar nicht zu sagen, weil es irgendwie schon was ein bisschen lächerlich ist, aber wir fahren jetzt mit Markus und Jasmin nochmal zum vierten Mal nach Tiflis. Zum einen, weil wir gerne noch ein bisschen Zeit mit denen verbringen wollen und weil uns Tiflis halt auch so gut gefällt. Dann können wir den beiden noch ein bisschen was zeigen. Und ja, zum Glück ist Georgien nicht groß, weil wir einfach kreuz und quer hin und her durchs Land fahren. Aber ja, gerade wurde gesagt, go with the flow, und das machen wir jetzt auch. Bye bye! Ich habe noch voll, weil ich muss ja hier das lernen. Ich muss das hier lernen. Ich muss echt kotzen. Ja, ich mach's. Alter, Alter. Oh, stopp, ich habe mir am Arsch gekratzt hier. Warte mal, sag mal kurz anständig. Reicht schon.